Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir werden gleich in die Unboxing-Ansicht gehen. Ich hatte bei Temu ja was bekommen und das ist hier so ein Mannemond. Den werden wir uns gleich angucken. Ich wechsle kurz in die Unboxing-Ansicht, damit wir uns das gleich vernünftig angucken können. Wir werden das aufbauen. Dann werde ich auch wieder zurück in die andere Ansicht wechseln und dann werden wir das mal weg euch die Kamera mal an die Decke machen, damit ihr das sehen könnt, wie das denn im Ganzen aussieht. Kater, nicht den dicken Popo hier hinhalten. Ja, dann wechseln wir mal. So, und da sind wir dann auch schon wieder zurück. Und wir wollen uns den Mannemond mal genauer angucken und auspacken. Habe ich noch einen Zoom? Ich habe keinen Zoom. So. Ich hatte es ja im Haul-Video schon gezeigt, dass hier die Bodenplatte drin ist und die Fernbedienung, der Mannemond, ein Kabel und eine Anleitung, die garantiert chinesisch sein wird. Nee, es ist Englisch. Kann ich aber auch nicht so viel mit anfangen. Aber das ist selbsterklärend. So, und da haben wir hier so einen kleinen Mannemond. Ich werde mal das noch ein bisschen höher machen, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. So, wir können die Arme bewegen, die Füße nicht. Der Rucksack ist praktisch da, wo der Strom reinkommt. Dann haben wir hier einen weißen Kabel, der zum Kopf geht. Hier sind kleine Lüfter drinne. So wie es aussieht jedenfalls. Dann haben wir hier was strahlt und hier natürlich das Auge. Warte, wenn wir mal die Folie abmachen. So. Und was ich halt geil finde, was ich gar nicht vorher wusste, hier sind zwei Magneten drin, die den Kopf halten. Das heißt, wir können den Astronauten den Kopf gerade machen. Dann projiziert er praktisch an die Wand vor uns. Oder wir können einfach drehen. So. Dass er so ja bis. Ja, einmal praktisch. Ne? Und dann stört es natürlich hier hinten die Jetpacks oder das, was am Helm ist. Aber er könnte so ja nach hinten gucken. Wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Wir werden es so machen, dass er so guckt. Und warum habe ich das mir ausgesucht? Wir können den nämlich auch hier, guck mal, den Mannemond da reinstellen. Das fand ich richtig geil. Wenn er da mal reinpassen würde. So, jetzt aber. Mal ein bisschen reindrücken hier. Muss mal ein bisschen Gewalt benutzen. So. Jetzt ist er drinne, der Mannemond. So. Und das ist ein USB-Kabel. Erstmal habe ich ein USB-Kabel an der Couch noch dran und das scheint ein langer zu sein. Und zur Not hole ich mir eine Verlängerung. Das ist auch nicht das Problem. Aber das Geile an dem ist, ja, die Platte. Hier kann ich mir mein doppelseitiges Klebeband dran pinnen. Also praktisch, wo ist denn der Karton jetzt hin? Oh, so ein China-Klebeband. Das ist jetzt schon ein bisschen was leerer. Also das war mal mehr drauf. Meine Frau nutzt das auch liebend gerne für ihre Sachen. Und dann kann ich mir das sozusagen auf meine Box an der Couch stellen. Also hinter mir auf der Couch und mach mir den Kopf dann halt so, wie ich ihn haben will, dass ich das halt über mir habe. Mit dem Sternenhimmel und das, was ihr gleich sehen werdet. Da bin ich richtig, richtig heiß drauf. Den gibt es auch noch mal ein Stück tiefer, wo er denn kniet oder so. Oder sitzt. Fernbedienung ist natürlich ohne Batterien. Und ich habe natürlich jetzt natürlich keine Batterien da, oder? Oh Gott, kurz die Fitze.
man nicht vorbereitet ist. Na doch, hier habe ich welche. So, die Fernbedienung ist ziemlich leicht, also es ist, ja, das kennen wir von irgendwelchen LED-Dingern und diesen LED-Leuchten hatte ich ja auch schon mal vorgestellt, das ist jetzt nicht so, aber naja, die gibt es auch mit Alexa-Steuerung, ich habe den jetzt aber leider nicht mit Alexa-Steuerung gefunden. Ja, jetzt springt sie gleich wieder an, die dumme Kuh. So, warte mal, jetzt muss ich ja mal gucken. Muss ich meinen Adapter nehmen, weil ich komme da hinten nicht an den USB. Ach, das ist ja USB-C wieder. Ach, Herrgott. So, meine Pflanzen runter machen hier. Und den USB hier raus. Wo kommt denn der her? Ich habe da einen USBs drin, der weiß ich gar nicht mehr, warum der da drin war. Naja. So, jetzt müssen wir gucken. Zack. Jetzt haben wir das. Ich mache das mal so, dass es euch nicht gleich direkt blendet. Jetzt haben wir hier noch ein. Achso. Ah ja. Ich mache mal doch ein bisschen höher, dass ihr jetzt seht, was hier alles an ist. So. Damit wir hier nochmal gucken können. Also hier hinten ist an und aus. Hier können wir die verschiedenen Farben durchwechseln. Das werde ich euch nachher auch nochmal zeigen. Und hier haben wir das grüne Licht. Das werde ich euch nachher auch noch mal zeigen. Und mit der Fernbedienung. Passiert irgendwie gar nichts. Aber richtig drinne. So rum. Und so rum. Ich werde mal neue Batterien auch noch rausholen. Ja, Digga, das gefällt dir, wa? Ich wünsche, du bist mit dem dicken Popo davor. Nee, also so macht das jetzt gerade gar nichts. Was sagt die Fernbedienung dazu? Switch. Achso, das ist ein Switch. Timer. Ich mach mal neue Batterien rein. Und dann werden wir uns das angucken. Ich mach mal kurz einen Cut. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt halbwegs was erkennen. Ich habe jetzt einfach mal Richtung Decke, ich mache mal so, Richtung Decke gemacht. Es waren wirklich die Batterien, die ich aus der Fernbedienung geholt habe, die waren leer. So, jetzt gucken wir mal, dass ich halt das heute so für euch vernünftig drauf kriege. Also in der Mitte ist halt die Lampe. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen können. Also an und aus funktioniert.
Ja, jetzt ändert sich hier die Farbe. Wir können auch wieder. Jetzt können wir, seht ihr das, dass es sich in der Mitte dreht, die Galaxie? Ja, dann können wir auch verlangsamen. Ja, wir machen aber einfach mal, dass es sich dreht. Ja. Und hier wechseln jetzt die Farben momentan der Galaxie, wie ihr seht. Und wir können. Ich denke mal das Grüne kurz zu, damit ihr das seht. So, das können wir auch, ach so, da, jetzt zeigt den Knopf gefunden. Wir können die grünen Dinger auch an- und ausmachen. Und halt nur die Galaxie. Eigentlich kann man auch eine feste Farbe machen, dass sich die dann halt nicht mehr ändert. Ich drücke mal hier nochmal rot ist das, grün, blau, grün-gelb, blau, nee, das ist türkis, blau-grün ist da glaube ich. Blau-rot oder lila. Hm? Also mir fällt eigentlich immer das eigentlich am besten. Ja? Und dazu dann halt noch die Sternchen an. So. Ach, sieht geil aus. Auch mit den Sternen, dass die dann halt. Seht ihr das, dass die dann heller werden? Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Und dann könnt ihr die halt auch dunkler machen. Oder? Ist doch dunkler eigentlich. Universum mal nicht so schnell, so hell, aber so. So schön hell. Und nicht so schnell, so ins weniger. Und jetzt machen wir die Sterne. So, jetzt sind die Sterne am hellsten. Ich mache mal jetzt kurz das hier zuhalten, die Galaxie, dass ihr das sehen könnt. So, die gehen aber halt. Müsst ihr mal drauf aufpassen jetzt. Jetzt werden sie gleich dunkler. Und dann gehen sie wieder an. Und dann kann man halt hier die Helligkeit einstellen. So, seht ihr, jetzt sind sie nicht so hell. Und wenn wir jetzt hier volle Pulle machen, dann sind sie natürlich volle Pulle. Und wenn wir hier noch die Geschwindigkeit ändern. Dann bleiben sie auch länger da, bevor sie verschwinden. Oder man kann es ja, glaube ich, komplett anhalten. Ich glaube, jetzt habe ich es komplett angehalten. Und dann können wir auch das Universum wieder anmachen. Ich finde das geil. Ich finde das so geil, vor allen Dingen abends. Ja. Und vor allem, man kann das jetzt schön verschieben. So. Also ihr seht, für euch seht es, ist es jetzt praktisch fast aus dem Bild raus. Für mich ist es jetzt in einem. So, warte. So, in der Mitte vom Raum.
Ich will es ja dann halt so ein bisschen überm Sofa haben. Und wenn ich das dann so mache, genau, so. So habe ich es schön überm Sofa. Ich habe einen Sternenhimmel an der kompletten Decke. Und halt nicht über den Fernseher, aber so ein bisschen an der Wand vom Fernseher auch noch. Ich könnte das so ja noch ein Stück weiter so finden. Ja, so ist geil. So ist geil. Oh Gott, ist das geil. Das feiere ich. Also das feiere ich wirklich. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal wieder hier locker machen und so. Hm? So, ich mache mal so, dass ihr das nochmal seht, dass das auch wirklich funktioniert mit der Fernbedienung an, aus. Ja, und das ist halt das obere Feld hier. Ja, also das obere Feld hier für die, ja, ist halt für die Schnelligkeit, wie schnell sich das dreht, wie schnell die Farben kommen, also wenn Farbwechsel ist zwischen verschiedenen Farben. Und hier kann man die einzelnen Farben auch durchwechseln und kann man halt auch, dass eine und dieselbe Farbe die gleiche Zeit ist. Und das hier unten, die sind für die Sterne. Also hier kann man die Sterne an- und ausmachen. Wartet mal, ich zeige euch das nochmal. Ja. Da. Na, der Winkel ist halt doof. Na, jetzt ist wieder an. Wartet. Warte mal, ich muss mal hier unten festhalten, nicht, dass er denkt, ich drücke den Rucksack. Und dann neige ich das mal so ein Stück, dass ihr das sehen könnt. So, jetzt ist aus. Nee. Jetzt aus. An. Aus. An. Und das ganze Ding aus. An. Voll geil. Wollte schon, ich habe das nämlich beim Kollegen gesehen, mit dem Mann im Mond, und fand das so geil. So. Wie so ein kleines dickes Michelin-Männchen. Ja, hier haben wir auch so einen Warnhinweis wegen den Lasern. Aber es sieht geil aus. Und dann oben auf der Box, das ist ja dick so, und dann halt nach oben gedreht. Da kommt ja sowieso der Kabel runter, dann kann ich den da mitmachen, dann mache ich irgendwann mal einen Kabelschacht dran. Dann sieht man das auch nicht und dann habe ich meinen Sternenhimmel endlich. Weil ich habe mit den anderen Teilen, ich habe ja schon so ein halbrundes hier. Und das funktioniert auch gut, ist genau das gleiche, bloß nicht in so schick. Habe ich das Problem, ich kann das hier nirgendwo hinstellen. Ich kann es hier auf die Ecke vom Tisch stellen, dann habe ich das Universum hier. Ich kann es auch drehen, dass es weiter da ist, aber ich habe das dann immer am Fernsehen. Und ich wollte halt was haben, dass ich es direkt bei der Couch habe. Und bei der Box, das Halbrunde passt da nicht richtig hin. Steht da auch nicht so richtig fest, auch mit diesem doppelseitigen Klebeband, weil du hast halt nur unten ein bisschen schmal und hier hast du halt eine große Angriffsfläche, wo du das Klebeband drauf machen kannst und dann steht das sicher. So, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Am besten. Logischerweise. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.